Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 9. Februar 2018. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute auch mit den astrologischen Aussichten fürs Wochenende. Die Sonne hier im Wassermann hat inzwischen das letzte Drittel des Wassermanns, das dritte Dekanat des Wassermanns erreicht. Das heißt, wir sind jetzt in den letzten 10, 19 Tagen des Wassermanns, bis es dann schon in die Fische geht. Und die Venus läuft der Sonne voraus und wird am Wochenende vom Wassermann in die Fische wechseln, und zwar kurz nach Mitternacht zum Sonntag hin, also um 0.21 Uhr am Sonntag, geht die Venus in die Fische. Sie ist heute hier schon auf 28 Grad Wassermann. Was bedeutet das? Venus steht ja zum einen für Beziehung, für Liebe und zum anderen als Stier-Venus für Werte, für Geld und aber auch für unseren Selbstwert. Und wo die Venus im Wassermann sehr, als einem Luftzeichen, sehr geistig orientiert ist, wird sie in den Fischen sehr emotional. Venus in den Fischen ist eine sehr emotionale Stellung. Das bedeutet, dass alle möglichen Sehnsüchte, die wir mit der Venus verbinden, oder nicht astrologisch gesprochen, die wir mit der Liebe in Verbindung bringen, mit Beziehungen, die können in der Zeit mit Venus in den Fischen richtig aufleben, die bekommen richtig Nahrung. Hier ist der Wunsch nach Verschmelzung, nach einem idealen Partner, nach Wünschen der Einheit ist hier besonders stark. Wenn wir diesen Wunsch nach Einheit allerdings nicht auf die Außenwelt projizieren, indem wir glauben, dass wenn nur der richtige Mensch zu uns käme, wir endlich glücklich werden, sondern indem wir erkennen, dass das die Möglichkeit zum Glück in uns liegt, durch den inneren, den spirituellen Weg, dann kann diese Stellung mit Venus in den Fischen sehr, sehr positiv sein, weil sie es uns leichter macht, in die feinstofflichen, also nicht so grob materiellen Bereiche hineinzukommen, durch Yoga, durch Meditation etc. Ähnliches gilt für soziales Engagement, was mit der Venus in den Fischen sehr, sehr hoch ist, weil auch unser Mitgefühl mit den anderen leidenden Wesen durch Venus in den Fischen sehr stark erhöht sein kann. Und ebenso gilt es für die brotlosen Künste, dass man ironisch, also Musik, Kunst, Schauspiel, auch all das ist mit Venus in den Fischen sehr, sehr leicht möglich. Andererseits sind natürlich diese materiellen Dinge, Geld anlegen, Werte versammeln, ist mit Venus in den Fischen nicht so einfach, weil die Venus hier sich einfach nicht so stark dafür interessiert. Also die Venus läuft voraus und verlässt dann hier die Planeten um den Wassermann. Ja, was ist mit dem Mond los am Wochenende? Der Mond ist heute am Freitag ja im Zeichen Schütze, wo er bleiben wird bis in den frühen Sonntagmorgen. Am Sonntagmorgen um 3.21 Uhr geht es vom Schützen in den Steinbock. Im Schützen geht es um Selbsterkenntnis und um Wissen, um höheres Wissen, sodass mit Mond im Schützen oftmals die Neugier, der Drang, Dinge erfahren zu wollen, mehr über mich und meine Herkunft, den Sinnzusammenhang meines Lebens zu erfahren, immer groß ist. Und der Schütze ist ja ein Zeichen, der sowohl geistig wie auch körperlich sehr aktiv ist, sodass mit Mond im Schützen auch der Bewegungsdrang sehr hoch ist, sodass wir gut daran tun, heute am Freitag und auch am Sonnabend uns zu bewegen, so was eben in unserem jeweiligen Ort das Wetter so mitmacht. Das kann manchmal auch gut sein, sich zu bestimmten Dingen beziehungsweise zu dem Anfang der Dinge zu zwingen. Oft denken wir, es ist so kalt und so weiter, ich bleibe lieber zu Hause hocken. Aber es tut dann doch immer wieder gut, wenn wir uns dann mal zwingen, rauszugehen, in die Luft zu gehen, uns zu bewegen. Auch ist der Austausch mit Gleichgesinnten, mit dem Mond im Schützen, sehr zu empfehlen. Menschen, die wie wir auf dem Weg sind, die sich ähnliche Fragen stellen, sich mit denen auszutauschen, ist immer sehr heilsam, weil wir dadurch erkennen, dass wir nicht
alleine sind, sondern dass es viele Menschen gibt, die sozusagen einen ähnlichen Weg gehen wie wir auch. Am Sonntag dann der Wechsel der Venus in die Fische und der Wechsel des Mondes in den Steinbock. Das heißt, es gibt so eine Energieverschiebung von Samstag auf Sonntag. Wenn der Mond im Steinbock geht, dann ist er ja dann auch in dem Zeichen, wo sich ja Saturn und Pluto aufhalten. Der Steinbock ja ein viel ernsteres Zeichen als der Schütze. Sodass man sagen kann, auch wenn es vom Wochenplan her nicht passt, ist der Sonntag dann mehr der Tag der Pflicht. Oder könnte es sein, dass wir mit dem Mond im Steinbock halt uns Dingen zuwenden, zu denen wir vielleicht am Wochenende nicht gekommen sind. Um 15.17 Uhr am Sonntag trifft dann der Mond Saturn, was dann sozusagen die doppelte Steinbock-Qualität hat. Und wo es auch ganz stark darum geht, dass wir erkennen, wo vielleicht in unserem Leben ein wenig mehr Einschränkung oder Disziplin oder eben die Reduzierung auf das Wesentliche notwendig oder vorteilhaft sein könnten. Und genau mit dieser Konstellation beginnt dann die neue Woche am Montag, wo es dann wieder ein Tageshoroskop geben wird. Bis dahin alles Liebe, wünsche uns allen ein schönes Wochenende und sage Tschüss und bis dann.